Willkommen Freunde zu den Pay News. Heute geht es unter anderem um GTA 5, Red Dead Redemption, Quantic Dream und so weiter und so fort. Die ganzen News jetzt gleich innerhalb der News. Es sieht alles danach aus, dass es 2015 eine offizielle Ankündigung seitens Rockstar Games zu Red Dead Redemption 2 geben könnte. Ob der Titel wirklich Red Dead Redemption 2 dann auch heißt, kann ich euch natürlich nicht sagen. Rockstar Games hat jetzt auf seiner offiziellen Webseite ein Frage- und Antworten-Spezial gemacht und da gab es unter anderem neue Hinweise und neue Andeutungen zu Red Dead Redemption 2. Unter anderem hat man sich auch bedankt für das große Interesse der Fans, auch 4 Jahre nach Release von dem ersten Teil und es gab halt verschiedene Andeutungen, wie das Rockstar immer sehr, sehr, sehr gerne macht. Außerdem warten natürlich auch viele Spieler noch auf eine PC-Umsetzung des ersten Teils von Red Dead Redemption. Ja, was wir 2015 dann tatsächlich serviert bekommen, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall freue ich mich auf 2015. Das sieht ganz danach aus, dass Rockstar irgendwas Großes plant. Und wir bleiben beim Thema große Ankündigung. Und zwar hat der französische Entwickler Quantic Dream, der unter anderem Fahrenheit, Heavy Rain und Beyond Two Souls entwickelt hat, jetzt auf seiner offiziellen Facebook-Seite bekannt gegeben, dass es im Januar 2015 eine wichtige Ankündigung geben wird. Um welchen Titel oder um welche Ankündigung es sich dabei handelt, kann ich natürlich momentan nicht sagen. Es gibt aber Spekulationen und in der Vergangenheit oder in den letzten Monaten wurde darüber gesprochen, diskutiert und es gab Gerüchte, dass es eine PS4-Portierung zu Beyond Two Souls geben wird. Ob das wirklich stimmt, muss man abwarten. Wir warten dann einfach mal bis Januar 2015 und sind gespannt, was dann da erscheinen wird. Für GTA Online ist jetzt der Festive Surprise Patch herausgekommen. Der ist 1,23 GB groß und bringt euch neue Grundstücke, neue Autos, eine Mine, einen Raketenwerfer und neue Outfits, wie zum Beispiel das Elfen-Outfit. Nicht nur, dass Entwickler CI Games Lords of the Fallen 2 und Sniper Ghost Warrior 3 angekündigt hat, nein, Lords of the Fallen, also der erste Teil, der soll auch für Mobilgeräte bzw. für iOS und Android erscheinen. An dieser Stelle übrigens herzlichen Glückwunsch an die Standalone-Version zu DayZ. Die ist nämlich jetzt 1 Jahr alt geworden. Viel Glück noch auf deinem weiteren Lebensweg. Laut Rockstar Games sollen die Systemanforderungen für die PC-Version zu GTA 5 in der nächsten Woche bekannt gegeben werden. Das waren die Donnerstag-News. Euch noch einen schönen Tag und bis zu den nächsten News. Das waren die Pay News zum Donnerstag.